Walter, ich begrüße dich ganz herzlich und alle Zuhörer heute Abend zu unserer Lesung und Buchpremiere Erik und andere. Walter Thümler ist für den Leipziger Literaturverlag ja ein ganz alter Hase, muss man sagen. Ich mache das jetzt mal kurz. Ich habe mal zur Erinnerung hier das erste Buch mitgebracht, was wir vor langer Zeit, ich halte es hier mal in die Kamera, von dir gemacht haben. Nee, das allererste war hier, Gennady Aigi, damit haben wir angefangen. Ich halte es mal hier rein. Immer anders auf die Erde, dann kam C.K. Williams. Also du bist auf den Verlag zugekommen als Übersetzer und dann nach, naja, einer gefühlten Zeit von 2 bis 3 Jahren hast du dich als Lyriker geoutet. Da gab es dann diese beiden Gedichtbände. Und dann kam noch der Essayist hinzu mit Aphorismen, so ein Mini-Bändchen. Und der Philosoph mit dem Sentenzenband. Jetzt bin ich schon fast am Ende des Lebenswerkes, nämlich bei der Prosa angekommen. Und das ist das Buch, das wir heute gerne vorstellen möchten. Erik und andere. Walter Thümler als Prosa-Autor. Ein Buch, das aber auch wiederum recht kleinteilig verfasst ist, möchte ich sagen. Also aus fiktiven Tagebuchnotizen besteht. Vielleicht, Walter, kannst du einen Satz so zur Einführung sagen, wie ist dem Übersetzer, dem Lyriker, dem Aphoristiker, also dem Kammermusiker. Wie ist dem Kammermusiker dieser umfangreiche Prosaband in die Finger gekommen? Ja, das war ein langer Weg. Kann man mich gut verstehen? Kann man Ja. mich gut verstehen? Ja. Ja, das war ein langer Weg. An dem Buch habe ich circa 8 Jahre gearbeitet, von 2006 bis 2014. Und ja, ich habe eigentlich eine Mischform gesucht zwischen eben diesem aphoristischen, zwischen dem essayistischen und dem Gedicht tatsächlich. Und das fand ich vor allen Dingen in der Literatur der Romantik. Da hat man ähnliche Unternehmungen versucht. Und ich dachte, das ist da, wo ich weitermachen muss. Das interessiert mich. Und so habe ich mich da langsam reingefuchst in die Form. Wieder drängt sich die Frage auf nach dem Verhältnis von Fiktion und Erlebtem, Authentischem. Also wie schon letzte Woche. Ja. Die Frage ist immer interessant und man neigt sehr dazu, auf den Autor zurückzuschließen, bei verschiedenen Szenen, überhaupt bei allem, was man liest. Aber so arbeitet der Autor nicht. Das ist ein Missverständnis. Im Grunde geht es um die 1000 Ichs, die in einem Menschen sind. Und die breitet er vor sich aus. Außerdem geht es immer darum, einen privaten Ort in einen öffentlichen Ort zu verwandeln und umgekehrt auch einen öffentlichen Ort in einen privaten Ort. Und dazu braucht es den Autor. Denn nur dieser kann diese Arbeit leisten, dieses Hin und Her zwischen diesen beiden Welten. Also, dass man dann vom Text auf den Autor schließt, ist meistens irrig. Das ist vielleicht eine unlautere Kategorie, aber der Leser ist ja frei und Ja, darf das natürlich darf er interpretieren. das. Natürlich darf er. sag ich mal, Spaltung der verschiedenen Ichs, die sich möglicherweise in dem einen Kopf des Autors versammeln, die hat ja bekanntlich Fernando Pessoa mit seinen vielfältigen Heteronymen so auf die Spitze getrieben. So weit bist du nicht gegangen. Zumindest habe ich das jetzt nicht so in dieser Radikalität wahrgenommen, sondern es sind ja schon verschiedene Figuren, die in dem Buch auftreten und die auch ganz verschiedene Rollen spielen, also die auch
durchaus auch eine gesellschaftskritische Rolle einnehmen und damit auch eine Bühne darstellen oder eine Diskussion. Vielleicht noch einen Satz und dann hören wir mal den Text an. Ja, das soll eine Bühne sein, sozusagen, für diese vielen Ichs, aber gleichzeitig natürlich für die relevante Außenwelt. Also jeder Mensch, in jedem Mensch findet ja alles statt. Jeder Mensch ist ja eine Bühne für das gesamte Weltgeschehen. Und darum war es für mich interessant, sowas wie so eine Art Historiengemälde zu schaffen. Von allen Orten, die mich berühren oder die mir begegnet sind. Jetzt habe ich doch noch das Bedürfnis, eine Sache zu erwähnen. Auf dem Buch ist ein Umschlagbild zu sehen. Die Künstlerin hat schon häufiger Bücher von dir mit Umschlagbildern ausgestattet, Ute Ludwig. Und eigentlich sollte zur Buchpremiere eine Ausstellung stattfinden. Hatten wir mal überlegt, vor langer Zeit. Also vielleicht, ich denke, zur Buchmesse 2019 war das eine Idee. Erinnere ich mich jetzt sehr spontan. Du kannst mich gerne korrigieren, Walter. Das müssen wir wohl verschieben. Aufgrund der Pandemie. Ja, aber schön, wenn wir dabei bleiben. Wenn das, ja. Ja, ich würde dich jetzt großschalten und den Umschlag wieder verschwinden lassen. Sie hören jetzt, oder ihr hört jetzt die Lesung aus Erik und andere. Und am Ende haben wir wieder ein paar Minuten noch zum Fragen. Puh rufen, Hurra rufen, Juhu, und zum Fragen stellen. Okay, dann starte ich mal. Ich sehe mich jetzt selber nicht. Muss ich mich selber sehen? Nein. Gut, alles klar. Also, das ist ein Buch, hat aber fünf Bücher. Ich lese aus jedem dieser Bücher einen kurzen Auszug. Die Lesung dauert ca. 25 Minuten. Bin heute unrasiert. Es war zu anstrengend, zu allen Vorkehrungen im Bad auch noch das Rasieren. Wie schwer am Morgen mit dem Schlafgeruch im Hals und der Schlafschwere in den Gliedern sich ins Bad zu begeben. Wie viel Aufmerksamkeit verlangt der Körper. Aber mit ihm zu streiten hat keinen Sinn. Oder besser, der Streit endet mit meiner Niederlage. Nein, ich muss die notwendigen Dinge gerne und in Schönheit tun. Aber meine nicht von Bedürfnissen dominierte Zeit, was wird aus ihr? Jeder Tag ist zum Wahnsinn entschlossen. Und wenn ich morgens aufstehe, hat der Tag schon angeklopft und ich hinke durch seine Tür. Heute verbat er mir, Zeit zu verlieren. Er war das Maß, so laufe ich unrasiert herum. Abends. Habe vor einigen Tagen einen neuen Schrank bekommen. Heute habe ich ihn eingeräumt. Die Fotos, Bücher und all das, was jetzt vom alten in den neuen Schrank gewandert ist, werden eines Tages, vielleicht erst von meinen Kindern, wieder ans Licht gezerrt. Hatte mir lange eingebildet, im alten Schrank befänden sich halbwegs wertvolle Sachen. Beim Ausräumen kamen jedoch nur Dinge hervor, die für Dritte wertlos sind. Der neue Schrank stammt aus einer Haushaltsauflösung. Er strahlt die Schlafruhe alter Menschen aus. Vielleicht ein Geschenk von den Kindern oder Enkelkindern. Jener alte Mensch hat ihn mit dem Wenigen, was man im Wohnheim hat, gefüllt. Das helle Holz, das moderne Design mögen ihm vielleicht nicht gefallen haben. Das Möbelstück verkündete ein steriles Wenigerwerden, verbot in charmanter und gewählter Sprache weiteres Wachstum. Nicht, dass man es nicht eingesehen, tagtäglich festgestellt hätte, dass man nur noch mit wenigem haushalten konnte. Aber musste man deshalb auf die Stufe eines Jugendlichen, der gerade von zu Hause ausgezogen ist, zurückgestuft werden? Man lebte nur noch aus Restkräften. Aber wollte man dies dokumentiert wissen? Doch irgendwann waren wohl auch diese
diese Kräfte verbraucht. Denn jetzt steht der Schrank bei mir und erzählt seine Risopalgeschichte. Dritter Mai. Ob ich noch einen Plattenspieler hätte, dann könnte ich nämlich seine alten LPs haben, sagt Jürgen, plötzlich in der Tür stehend. Er wolle nur noch CDs hören. Außerdem sei sein Plattenspieler kaputt und einen neuen würde er sich nicht anschaffen. Als ich antworte, ja, ich hätte noch einen, schiebt Jürgen mir auch schon einen Karton mit LPs in die Tür. Unter den Vinylplatten sind jene Klaviersonaten und Klavierkonzerte von Beethoven, die ich als Jugendlicher gehört habe. Ich kenne ihre Bezeichnungen noch gut. Mir die Musik wieder zu besorgen, wäre mir wie Entweihung vorgekommen. Jene Musik, die mir damals die intensivste Wirklichkeit war. In gewisser Weise wollte ich an diese Zeit erinnert sein, aber sie nicht noch einmal durchleben. Entbehrung, deren Erfüllung neue, schlimmere Entbehrung war. Lege jetzt eine von diesen LPs auf. Sofort bin ich wieder so traumverloren wie damals. Die gleiche Empfindung. Es ist, als hätte mein Hören keine Geschichte erfahren. Und ich verstehe, das uneinholbare Herz, der Daimon, der Genius, ist immer gleich jung, gleich alt. Und ich muss an meine Tochter denken, die es liebt, sie ist 3 Jahre alt, ihre Schwester beim Tanz nachzuahmen. Doch sie ahmt nicht nach, sondern tanzt eigen, in höchster Konzentration. Dabei wird ihr Gesicht ernst und alterslos. Es ist, als würde sie zum ersten Mal ihren Daimon mit sich selbst bewohnen, jener, der nie ein anderer wird und dennoch so schwer zu durchleben ist. Vierter Mai. Reinhard im Café kennengelernt. Er sprach mich einfach an, fragte, was ich da lese. Ich wirke so ungewöhnlich konzentriert in dieser Umgebung, sagte er. Zuerst fühlte ich mich gestört, aber dann merkte ich, dass sein Interesse echt war. Wir kamen ins Gespräch. Er kannte das Buch, das ich las, und erzählte mir, er selber schreibe auch. Da muss ich skeptisch geschaut haben, denn er begann sich zu erklären. Er habe zu schreiben begonnen, um sich gegen die Übermacht der Bilder zu wehren. Da er das Sehen nicht abstellen könne, schreibe er auf, was er sieht. Irgendwann habe er begriffen, der Ansturm der Bilder sei die Welt, die sich befreien will und ihn zum Werkzeug nimmt. Das klänge pathetisch, aber es sei so. Jetzt wich meine Skepsis und ich wurde neugierig. Zehnter Mai, Ausflug aufs Land. Links und rechts seitlich der Tür gibt es jeweils 3 Fenster. 2 Familien gleichen Namens wohnen hier. Ich verbringe mit meinen Töchtern ein paar Tage in einem Dorf südlich der Stadt. Ich klingle an der Tür, aber ich höre es nicht läuten. Ist die Klingel kaputt? Ist niemand da? Jetzt öffnet sich links seitlich der Tür ein Fenster. Ein junges, blondes Mädchen schaut heraus und sagt, Hallo, was gibt's denn? Guten Tag, ich bin im Ort zu Gast, wollte gerne wissen, ob die Pferde auf der Wiese hinter ihrem Haus zum Reiten geeignet sind. Meine Töchter baten mich zu fragen. Nein, die Pferde gehören meinem Onkel. Ich habe schon versucht, auf ihnen zu reiten, aber sie bewegen sich nicht vom Fleck. Während sie das sagt, streicht sie sich immer wieder die blonden, dünnen Haare aus dem Gesicht, die jedoch, da das Mädchen vom höher gelegenen Fenster herabschaut, ihr sogleich wieder in die Augen fallen. Ich merke, sie kann ihr Gesicht nicht sehen, nicht fühlen. Die Schönheit, die ich sehe, ist für sie nicht da. Auch ich sehe und fühle mein Gesicht nicht, sondern fühle, wie ich mit meiner Stimme aus meinem Gesicht herausrage. Zum ersten Mal verstehe ich, Begegnung findet ganz im Unsichtbaren statt. Das Mädchen sagt, ich kann ja meinen Onkel noch einmal fragen, aber im nächsten Ort gibt es einen richtigen Reitstall. Gut, sage ich, das wird besser sein. Auf Wiedersehen und vielen Dank. Im Weitergehen spüre ich, wie unsere 2 Gesichter durch die Stimme einen für uns unsichtbaren Raum gebildet haben und wie dieser Raum nun eine 2. Wirklichkeit,
die wirklichere Wirklichkeit ist. Gerne möchte ich dem Mädchen die Frage noch einmal stellen und dabei die Skulptur unserer Stimmen wahrnehmen. Doch wie das? Es gibt keine Wiederholung. Und wie sollten wir es schaffen, zu vergessen, zu sehen und doch zu sprechen? Worüber sprechen? Das Thema würde uns wegführen. Mai. Immer wenn ich meine Tochter Katharina morgens zum Kindergarten bringe, sagt sie zum Abschied: Du musst doch an die Scheibe kommen und mir winken. Sie meint jene große Ladenscheibe, durch die man vom Kindergarten aus auf die Straße schaut. Dort gehe ich hin. Katharina winkt noch an der Tür. Ich werfe ihr mich umdrehend einen Kussmund zu. Sie läuft zur Scheibe. Ich spüre, wie allein sie jetzt ist, wie allein ich in Wirklichkeit bin. An der Scheibe pressen wir die Nasen aneinander. A. Punkt, der im Hintergrund des Fernsehbilds herumläuft. A. spricht. Jetzt ist das Gespenst wieder durchgekrochen, das Kriegsgespenst. Einige Männer dringen in meine Wohnung ein und sagen: Hier ist es hässlich, geh mal zur Seite, wir bringen dir neue Möbel, neue Bilder. Die Männer sind bewaffnet. Ich sage nur: Ich finde meine Wohnung schön, ich fühle mich hier wohl und habe sie bewusst so eingerichtet. Nein, antworten sie, deine Wohnung riecht schlecht, wir fürchten, es könnten bald Ratten daraus in die Stadt entweichen. Die Sachen sind alt und zeugen von schlechtem Geschmack. Wir werden deine Wohnung räumen, die Wände weiß streichen, alles desinfizieren. Wir stellen neue Möbel hinein und waschen dich. Wirst sehen, dann geht's dir gut. Wo mir geht es sehr gut, versuche ich zu entgegnen. Es gibt keinen Schmutz und kein Ungeziefer hier. Schauen Sie sich um. Ich lebe seit langem mit diesen Möbeln. Sie sind mir lieb. Wir glauben, du verstehst nicht richtig, versetzen die Männer, die offenbar eine genaue Vorstellung davon haben, wie es in einer Wohnung auszusehen hat. Wir machen hier sauber und damit Schluss. Du kannst bleiben oder fortgehen. Wenn du dich jedoch widersetzt, werden wir Gewalt anwenden. Aber in den Möbeln sind meine Erinnerungen. In der Einrichtung drückt sich etwas von meinem Lebensgefühl aus. Unsinn, antwortet einer der Männer in einem Ton, der keinen Widerspruch duldet. Deine Erinnerungen und dein Lebensgefühl sind schlecht. Und dein Geschmack ist ungebildet. Du wohnst in einem Rattenloch, das Ratten gebiert. Nachdem sie mich mit Gewalt vor die Tür gedrängt haben, laufe ich draußen verwirrt herum. Mai, ein Traum. Ich befinde mich mit meinem Viehtransporter auf der A33 irgendwo zwischen Osnabrück und Bielefeld und habe 75 Schweine geladen. Bin auf dem Weg zum Schlachthof. Es herrscht sengende Hitze. Vor einigen Minuten auf dem Parkplatz, wo ich kurz halten musste, um die Ladung zu überprüfen, waren 5 Schweine bereits verendet. Die Enge und die Hitze ersticken die Tiere. Ich bin schon lange unterwegs, seit den frühen Morgenstunden. Bin sehr müde, muss aber weiter, bin lange gegen die blendende Sonne gefahren. Mache ich eine Pause, verenden weitere Tiere. Spüre, wie ich wiederholt leicht wegknicke. Plötzlich sehe ich die rechte Leitplanke auf mich zurasen. Ich kann nicht mehr gegenlenken. Mein LKW prallt gegen die Leitplanke, dann jagt er auf die Fahrbahn zurück und wird gegen die linke Leitplanke geschleudert. Ich mache eine Vollbremsung, krampfe mich am Lenkrad fest. Mein LKW kippt auf die rechte Seite und schlittert die Fahrbahn entlang. Ich hänge schräg im Gurt. Mit einer Hand kann ich, als wir zum Stehen kommen, das Fenster an der Fahrertür herunterkurbeln. Ich krieche hindurch und hangele mich zur Straße hinab. Ein ohrenbetäubendes Quieken und Schreien überall. Ein PKW ist in die von der Ladefläche heruntergeschleuderten Schweine hineingefahren. Sie liegen blutverschmiert auf der Fahrbahn. Ein anderer PKW steht verbeult und mit offener Haube rauchend quer zur Straße.
Der Fahrer ist nicht zu sehen. Es wimmelt von umherirrenden Tieren. Auf der anderen Fahrbahn rast der Verkehr weiter. Wahrscheinlich wird gleich eines der Schweine auf die Gegenfahrbahn springen. Eines stützt sich schon auf die Leitplanke. Ich versinke, ich versinke. Gut. 12. Juli. Katharina wird viel früher wach als ich. Sie liebt es, am Morgen zu mir ins Bett zu krabbeln und mit mir zu toben, mir die Füße zu kitzeln, mich zu ärgern. Wie gestern zum Beispiel. Ich hatte mich erst, als es tagte, schlafen gelegt. Werde ich doch wie ein nachtaktives Tier abends munter. Jetzt öffnete sich aber bereits nach 2 Stunden Schlaf die Tür und Katharina kam lustig herein. Komm, leg dich zu mir, schlaf noch ein bisschen, sagte ich. Sie kuschelte sich an mich, machte die Augen zu. Doch nur ganz kurz. Dann setzte sie sich auf mich, wollte, dass ich sie mit den Füßen hochhob und sie vom höchsten Punkt aus ins Bett fallen ließe. Als ich mich wegen meiner Müdigkeit weigerte, kroch sie zu meinen Füßen und kitzelte mich. Katharina, hör auf, ich muss noch schlafen. Leg dich wieder zu mir. Aber sie setzte das Spiel fort. Jetzt griff ich sie und hielt sie fest. Das reizte sie, sich loszureißen, um wieder ans Fußende zu krabbeln. Ich hatte keine Geduld mehr und fuhr sie an. Katharina, geh in dein Zimmer und spiele. Ich muss noch schlafen. Ich hatte es gar nicht so barsch gemeint, aber ich hörte, wie grob mein Ton geraten war. Jetzt gingen sie tatsächlich hinaus. Ich fühlte, ich hatte sie verletzt. Ich überlegte einen Moment, ob ich zu ihr gehen sollte. Doch dann muss ich eingeschlafen sein. Als ich schließlich aufwachte und sie auf dem Weg ins Bad im Flur spielen sah, war sie wie immer. Aber ich spürte, irgendetwas war mit ihr geschehen. Ich konnte mich nicht überwinden, mich zu entschuldigen. Jetzt einen Sprung ins 4. Buch von den 5 Büchern. Das ist ein Briefteil. Eric Thompsons Briefe an den Freund. Erster Teil. Aus dem ersten Teil. Lieber, wie arm, wie monokulturell alles geworden ist. Man zieht den Menschen zwischen Arbeit, Shoppen, Familie und digitalem Amüsement wie eine Ziehharmonika auseinander. Was, wenn ich in diese Kakophonie nicht einstimmen will? Wir haben das draußen und das bei uns zerstört. Du lebst in der Familie und in der Natur. Doch wenn du freiwillig wie ich fern von der Familie und in der Großstadt lebtest, würdest du die leergefegte Welt spüren, diese allgegenwärtige Autobahnraststätte. Gibt es noch Freundschaft? Ja, es gibt sie. Du bist der Beweis. Aber normal hin scheint Freundschaft nur eine bessere Lobby zu sein. Man sucht sich den Freund, der Einfluss verspricht. Ich möchte niemanden mehr kennenlernen, denn jeder befragt mich nur in Richtung meiner Lobbytauglichkeit. Am besten, ich erzähle genau das Gegenteil von dem, was jener erwartet. Aber solch Rollenspiel macht keinen Spaß. Also ist es besser allein? Gibt es denn keine Hochgesinntheit, die im Streit um die Wahrheit Freund wird und Freund bleibt? Muss man errungener Einsicht nicht achten, auch wenn sie einem fremd sind? Der Lobbyist aber ist Funktionalist. Freundschaft ist ihm Gewehr für seine strategischen Absichten. Dass ich dir dies schreiben kann, ist für mich das Besondere. Wenn man in einem fremden Land die Sprache nicht versteht und nur die Stimmen hört und die Mimik sieht, denkt man, oh, die zwei müssen sich aber Wichtiges zu sagen haben und auch Interessantes und Schönes. Aber weit gefehlt. Es ist fast immer ein Informations- und Nutzungssprechen.
abgründig, langweilig. Ich freue mich, an dieser Konversation nicht teilhaben zu müssen. Dennoch möchte ich die Sprache gerne sprechen. Sie kann nichts dafür, dass wir sie so sprechen, dass nichts anderes dabei herauskommt als schlechte Werbung und brutale Politik. Jetzt aus dem 5. Buch. Wir nähern uns schon dem Ende. 18. November. Ich verbringe einige Zeit auf dem Lande. Hier muss ich auf weniges reagieren und auf die Landschaft reagiere ich gern. Entweder Stadt oder Land. Arg sind die Stadtränder oder die schon unter Stadteinfluss stehenden kleineren Ortschaften. Dort liegen allerlei Schlingen im Keller und die Mädchen muss man vor dem Wald warnen. So ist das Land, wo ich jetzt bin, nicht. Hier rollt das Meer über die Felder und die Dörfer glänzen wie im Wasser. Das Licht ist Wasser. November, der Meister der Selbstmörder. Um 16 Uhr setzt die Dämmerung ein und ab 17 Uhr ist es dunkel bis zum nächsten Morgen um 8. Der Himmel ist dauerbewölkt und droht mit Regen und Sturm. Die Bäume und Sträucher bilden Gerippe. Der Fluss zieht träge dahin. Nur ab und zu schneidet ein Lastkahn müde durchs Bild. Die Erde bereitet sich nach schwerer Fruchtreifung auf den Winterschlaf vor. Sie hat die Nachtmütze schon halb ins Gesicht gezogen. Wir möchten jetzt mit der Erde einschlafen. Doch wir sollen wach bleiben, bunte Blätter sammeln, ein Licht anzünden. Es ist ein Wunder, nahezu alle Tiere empfinden Scheu vor Menschen, obwohl viele uns an Körperkraft überlegen sind. Nur wenige Tiere greifen uns an und das nur, wenn sie Hunger haben oder von uns angegriffen werden. Pferde und Kühe lassen sich alles gefallen, kommen neugierig herzugerannt, wenn sie uns am Zaun erblicken. Die Büffel, die Hirsche, die Adler, Habichte, Krähen und Reiher, die meisten Fische, sie weichen aufgrund natürlicher Scheu die Menschen aus. Manche Tiere aber gewöhnen sich an uns. So freue ich mich, wenn der Bernardiner des Nachbarhofes mich besuchen kommt. Klappert es an der Außentür, kann das nur er sein. Kurz darauf raschelt und kratzt es an der Zimmertür und der große weiße Hund steht kopfschaukelnd und schwanzwedelnd im Zimmer. Es scheint, er versteht mehr von meinem, als ich von seinem Wesen. Warum freut er sich über mich? Warum kann er sich überhaupt freuen? Gibt es für ihn so etwas wie Sehnsucht? Mich bestürzt dieses Unverhältnis. Unergründlich offen sind seine Augen und doch schrecklich sprachlos. Jetzt zerrt er an einem halb zerfetzten Ball und will mich zum Mitspielen bewegen. Als ich der Aufforderung nicht nachkomme, bellt er kurz auf. Okay, ich stimme zu und ziehe an der anderen Seite des Ballfetzens dem Bernardiner dabei in die Augen schauend. Ich weiß, das wird unser bescheidenes, aber intensives Gespräch bleiben. Ich höre Musik und beginne spontan zu tanzen. Da es Nacht ist, kann ich mich im Fenster spiegeln. Mein Tanzen sieht wirklich lächerlich aus. Ich schaue meinen Kater an, ob er es auch lächerlich findet. Aber für ihn bewege ich mich offenbar ganz natürlich. Für ihn hat alles Sinn, was passiert. Er stellt sich nicht vor, es könnte auch anders oder nichts sein. Darum weint und lacht er nicht. Ich tanze weiter durchs karge Licht meines Zimmers und bin mir selber gnädig. Das rotbraune Fell meines Katers lugt warm aus dem Sessel hervor. Und zum Abschluss, 14. Oktober, das ist jetzt ein Jahr später schon. Das Leben ist groß,
Wie kann jemand sagen, es sei ein Nachteil, geboren zu sein? Es braucht Tapferkeit, die Schönheit zu sehen und die Vergänglichkeit zu ertragen. Was das Leben schwer macht, ist der Mangel an dieser Tapferkeit und das zu viel seines Gegenstücks, jener Koexistenz von Feigheit und Verrat. Alle Lebensgestalten sind von dieser Doppelgestalt durchdrungen, solange ich mich nicht selbst vollzählig aus allen Reden und Handlungen, die Kontaminierung betreiben, zurückziehe. Hört auf, das Leben klein zu reden. Nur weil ihr klein seid, möchte man ausrufen. Nein, wir dürfen das Sterben müssen nicht gegen das Leben aufrechnen. Wie kann man das Wundergebilde des Körpers, einer Blume oder eines Insekts oder einer Farbe sehen und nicht begeistert sein? Und dies nicht erlebt haben wollen? Vielen Dank. Ja, vielen Dank auch dir, Walter. Mit dem Applaus, das ist jetzt schwierig für die Lesung, aber wer möchte, kann es versuchen, zumindest in seinem Zimmer es zu hören. Vielen Dank für die Auswahl der Texte. Wir haben jetzt nur 5 Minuten und können diese 5 Minuten nutzen. Ja, danke, Robert, für Fragen zum Buch. Um ins Gespräch zu kommen. Ich versuche es mal wieder als Eisbrecher und fange mit der ersten Frage an. Die Texte, die hier versammelt sind in diesem Prosaband, die haben teilweise für meinen Geschmack so die Anmutung auch der Jahrestage von Uwe Jonsson. Wenn ich mal so einen Vergleich bemühen darf. Jeder Vergleich hinkt ja irgendwo. Dennoch möchte ich fragen, ob es aus deiner Sicht als Autor so etwas gibt wie einen Spannungsbogen oder ja, was hat dich dazu gebracht, beispielsweise diesen Text in 5 Bücher zu gliedern? Also was unterscheidet diese Ebenen des Textes und gibt es etwas, worauf er hinausläuft oder ist es sozusagen ein Ausschnitt aus dem endlosen Bewusstseinsstrom? Ja, gute Frage. Das ist die Dramaturgie dieses Bandes kann man natürlich nicht erkennen in so einer kurzen Lesung. Im Grunde geht es um verschiedene Figuren, die alle durchgeführt werden während des gesamten Buches. Das heißt, alle werden weiterverfolgt, die tauchen nicht nur einmal auf und haben eine eigene Geschichte und bauen damit einen Spannungsbogen und Erik, die Hauptfigur, der Protagonist, erlebt auch eine dramaturgische Steigerung. Und zwar wenn man den ersten Eintrag liest und den letzten, den ich natürlich jetzt nicht gelesen habe und auch nicht lesen wollte, dann wird man sehen, dass es auch um seine Biografie geht. Es geht um einige Jahre seines Lebens. Er zeichnet ja auf, er schreibt das ja. Und es geht um eine innere Entwicklung. So kann man es sagen. Also es ist kein Entwicklungsroman, aber es geht trotzdem um eine innere Entwicklung seiner Wahrnehmung, seiner Stimmung. Und so unter dem Aspekt von heute gesehen, also in dieser seltsamen Zeit, die wir jetzt im Moment erleben, hört sich ja vieles auch schon historisch an oder anachronistisch. Also es entstand einer anderen, wie das heute so ja unschön heißt, einer anderen Normalität. Also gerade diese Stelle, die du auch gelesen hast in dem Tanzen. Ich hatte vorhin zufällig noch eine andere Stelle, wo es auch um das Tanzen ging, aufgeschlagen und es war ein Fest, wo du auch unförmig tanzt und glaubtest altmodisch zu sein im Vergleich zu jungen Männern und es gibt auch nicht nur um die innere Bewegung, sondern viel um Begegnung und auch körperliche Begegnung. Und ich möchte dich mal aus aktuellem Anlass fragen, wie es dir geht, welches Gefühl sich bei dir einstellt, wenn du deinen eigenen Text liest, deine Texte, die ja teilweise lange vor Corona entstanden sind, mit dem Gefühl, ja, dieser Milchglasscheibe, die wir jetzt so zwischen uns spüren, wenn ich das mal so in die Metapher bringen darf. Ja, das ist schwer darauf zu antworten, weil die jetzige Situation ist ja
für mich ein riesen Hawks sozusagen, also ein riesen Evidenz, riesen Evidenzirrtum, der über alle ausgeschüttet wird. Und das, glaube ich, ist eine einmalige Situation. Das wird sich nicht so wiederholen. Und von daher würde ich dem gerade gar nicht so eine große Aktualität schenken. Wenn ich dem Aktualität beimessen sollte, dann würde ich das sagen, wie eine Gesellschaft mit Sinnverlust sich wieder Sinn schafft. Ja? Also eine Sinnstiftungsmaschine ist da im Gange. Und gut, unbenommen. Das darf sie so machen, und wenn sie das so mag, dann ist es gut. Okay. Aber das hat keine Dauer und keine Tiefe und keinen Wert, sich da tiefer mit zu beschäftigen. Okay. Ich bekomme hier angezeigt, dass wir noch eine Minute haben, und möchte gern einladen, noch andere Fragen außer meine loszuwerden an Walter Thümler. Ansonsten danke ich nochmal ganz herzlich und versuche auch nochmal den Applaus zu zeigen auf diese Weise, und lade schon mal mit Blick auf den Mittwoch in der nächsten Woche ein zu Maya Gille und dem Gedichtband Kurznachricht um 8. Der wird dann auch um 19 Uhr vorgestellt werden.